Bullseye. Wir haben jetzt 97er plus ähnliche Form, ähnliche Saison bisher. Also alles deutet auf den Sieg von uns. Dementsprechend lassen wir es auch so umsetzen. Vielleicht ein paar Buden für Möckel und Laidlaw für die Torschützenliste. Ich meine, wir haben diese drei Leute, glaube ich, vor Möckel, weil Laidlaw, glaube ich, im letzten Spiel vor allem getroffen hat. Come on. Oh, Glanzparade. Sieg, oh, Gelb-Rot für Türkspor auch noch. Also ganz ehrlich, wenn wir jetzt nicht gewinnen, dann können wir uns einbuddeln. Können wir uns einfach nur einbuddeln. Nimm Möckel runter tatsächlich und bring Schulze. Weiß nicht, ob das gut ist. Werden sehen. Möckel hat gelb, Möckel spielt nicht gut. Mit einer 4-5. Gucken wir einfach mal. Come on, Leute. Bitte. Reißt doch einfach zusammen. Und schießt ein Tor. Uff. Erst als sie zu neunt waren, weil einer verletzt auch noch runter musste, haben wir es geschafft, durchzuschießen. Uff. Uff. Also, ich meine, wir haben drei Punkte, ne? Schlussendlich ist das alles, was zählt, aber uff. Uff, 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 uff. Brooks verletzt. Können wir noch schnell gucken, ob sie lange erwischt hat. Ich hoffe nicht. 4 Tage, ne? Alles fein. Wir bleiben auf der 4. Wir sind jetzt punktgleich mit Schalding-Heining. Die haben liegen gelassen. Die haben unentschieden. Fortuna Köln. Ja gut, gegen Schalding-Heining haben beide unentschieden gespielt, dementsprechend. Und Bersenbrück hat gewonnen gegen Oberaachen. Ja, wir sehen jetzt an Fortuna Köln und Schalding-Heining sein. Das heißt, hier potenziell können wir komplett reinrutschen. Ne? Felbert auf 14. Schalding-Heining gegen Oberaachen und Fortuna Köln gegen Eintracht Braunschweig. Könnten auch einfaches Los erwischen, ne? Sei wie es ist. Ist jetzt nicht gerade easy peasy. So. Ey, 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 oh, 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 oh. Gut, fällt was am Wochenende. Ich glaube, dann ist auch tatsächlich Eintracht schon wieder vor der Tür, ne? Könnte danach sein. Ja, ist tatsächlich danach. Das ist wieder so ein bisschen der Zwiespalt. Fortuna Köln wird sehr, sehr wichtig. Also wenn wir hier zwei Siege holen, ne, könnte man Fortuna Köln theoretisch vielleicht vorbei sein. Wenn wir dann gegen sie gewinnen natürlich auch noch, wäre das mega. Vor allem, weil das dann in Anführungszeichen schon der 31. Spieltag ist. Wir haben 38, ne? Dann da am Punktevorsprung ist schon mal eine gute Position to be in. Also sehr, sehr gut tatsächlich.
Digging deeper just to throw it away. So. Beste Newcomer, Konrad Ramos. Ansonsten haben wir einen Batuhan Demir. Not bad, not, oh, tatsächlich not bad. Ist in Anführungszeichen nur ein Sechser, ne? Aber er sieht nicht schlecht aus, ne? Echt nicht. Aber ansonsten ist vielleicht Konrad Ramos potenziell der beste Spieler aus der Auswahl da. Ich meine, ja, vielleicht nicht jetzt bester Newcomer, aber so von der Ability her ist Konrad Ramos dann wohl der nächste. Hier Laidlaw und Mackel wieder tauschen, ne? Wegen Taktik, oder? Oder? Mhm. Jep, 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 jep. Und dann spielen wir wieder mit Dajak und Heil. Macht die an sich ganz gut gerade, die Combination. Siegprämie wäre natürlich super. Jugendmannschaft. Abfahrt. Abfahrt, 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 Abfahrt. Tom Barry. Schöner Name, aber nie gut genug. Nie gut genug, Digga. Irgendwie, also ich meine, es sind nur ab und zu mal welche. Das Gute halt in den, bei den Spielern in der Jugend ist, wenn die, sagen wir mal jetzt, wie Mert Doku aus der Türkei kommen oder halt irgendwie aus, nicht aus Deutschland kommen, dann. Oh, Kramer. Aber der heißt Christoph, oder? Kramer? Kramer ist Christoph, glaube ich, noch nicht Christopher. Wen habe ich denn jetzt nach Hause geschickt? Ich glaube gar keinen. Hab nur im Video nochmal kurz geguckt. Oder nicht im Video, aber halt im Stream, der nebenher läuft. Was wollte ich sagen? Dass die schon Deutsch sprechen durch die Jugend, ne? Und dann ist das natürlich cool, die einfach zu haben. Einfach ein bisschen internationale Spieler drin zu haben. Zum einen natürlich cool bei so Sachen wie WMs oder so. Potenzial zu haben, dass dann natürlich viele Spieler aus verschiedenen Mannschaften dabei sind. Wobei natürlich wir jetzt aktuell sowieso noch nicht wirklich in der Position sind, dass wir da großartig deutsche Nationalspieler dabei haben. Beziehungsweise das heißt großartig eigentlich überhaupt nicht. Aber ansonsten finde ich das ganz cool mit halt Laidlaw als Schotten zum Beispiel oder Inan, der aus der Türkei kam, Metu, Liechtenstein, solche Sachen, ne? Jetzt haben wir, was haben wir denn aktuell? Sollen wir da darüber gucken, da sehen wir es leichter. Konrad Ramos als Philippine, Andrew Brox als Engländer, wobei der noch kein Cap hat, glaube ich. Konrad Ramos hat schon, glaube ich, ne? Aber nur vier oder so. Sieben sogar. Dann haben wir Laidlaw, klar, der hat einige, glaube ich, schon. Der ist jetzt, ich habe auch schon 26, hat gar nicht so viele. Ist ein bisschen Spätzünder. Und haben wir den gekauft vor 3 Jahren, circa, nicht ganz 3 Jahren. Das heißt, wir haben den wirklich erst mit 23 gekauft. Oder wurde erst bei uns Nationalspieler. Kelem wird noch keinen Cap haben. Könnte aber vielleicht schaffen. Montero, genau dasselbe. Hat noch keinen, könnte aber vielleicht. Olesen hat leider auch nicht, hat es auch nicht geschafft, wobei auch der, ne, könnte es. Alle so könnte, aber, also außer die ganzen Deutschen, die werden es halt vermutlich eher nicht schaffen. Wenn wir jetzt mal einfach mal ehrlich sind. So, die tauschen wir wieder. Griswold Brooks, ansonsten, same procedures every week. Haben wir irgendwo eine ganz schlechte Fitness? Nee, herab ein bisschen schlecht mit der Frische, ansonsten, mit der Fitness, ansonsten ist die Frische alles fein. Ist gut, weil, wie gesagt, wir haben am Mittwoch Eintracht. Da würde ich natürlich gerne die Top 11 spielen, aber ich glaube, da sollte gar nicht das Problem werden, hier gegen Felbert voll aufzulaufen und dann gegen Eintracht auch. 3, 4 Tage Recovery haben wir dazwischen. Dementsprechend wäre es nur noch gut, wenn wir mit einem Sieg im Rücken nach Frankfurt fahren oder gegen Frankfurt spielen. Ich weiß ja nicht, ob wir Heim- oder Auswärtsspiel haben. Come on. 0-0 zur Halbzeit. Jeden Spiel haben wir 3-0 gewonnen. Wäre schön, wenn wir das auch noch dementsprechend irgendwie hinkriegen würden. Glanzparade, schade. Den habe ich drin gesehen. Ich nehme jetzt mal selbst Heil runter. Tausche die beiden mal wegen der Anweisung.
Einfach wegen der gelben Karte habe ich den jetzt runtergenommen. Sehr schön 1-0 durch. Möckel mit der 18. Let's go. Wie läuft es schon mit der Vorlage? Bin ich nochmal, wenn das Vilotic gehen will, ne? Dafür macht er sich aber gar nicht so schlecht. Muss man jetzt mal sagen. 1-0 Sieg nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Klar, Tordifferenz wird jetzt nicht unser Steckenpferd werden diese Saison, aber Siege sind wichtig. Wir gehen nicht hoch. Schalding-Heining hat gewonnen. Fortuna Köln hat auch 1-0 gewonnen. Bersenbrück hat auch gewonnen. Schade, wäre natürlich cool, wenn Bersenbrück einfach mal liegen lässt. Würde nicht reichen, um vorbeizuziehen, aber vielleicht so die Hoffnung, auch noch Richtung Bersenbrück zu gehen. Jetzt spielen wir gegen Hertha. Das ist noch easy, in Anführungszeichen, aber kommt das nach Eintracht. Vielleicht müssen wir da mit einer geschwächten Elf rein. Fortuna Köln kommt danach, das wird das wichtigere Spiel. Wäre natürlich cool, vielleicht, wenn wir hier vorbeiziehen könnten. Fortuna Köln müsste dann liegen lassen gegen Schermbeck. Gar nicht so unwahrscheinlich. Ansonsten können wir natürlich Abstand auf die 5 aufbauen, was auch super wäre. Bersenbrück-Spiel gegen Türkspor Kiel. Die machen, glaube ich, die haben unseren versetzten Schedule. Das heißt, die haben auch erst schwierig gespielt, wenn sie gegen Fortuna Köln spielen. Heißt natürlich auch für uns, entweder lässt Bersenbrück liegen und ist Potenzial auf Bersenbrück aufzuholen oder Fortuna Köln lässt liegen. Und dann könnten wir vorbeiziehen oder weiter Vorsprung ausbauen, je nachdem, wo wir dann stehen. Bei dem Spiel Schalding-Heining darf gegen Preußen Münster stehen auf 8, auch kein leichtes Los tatsächlich. I walk alone. That divides me somewhere in my mind. Ja, 16, 17, 18 haben wir zum Recovern. Und dann Pokal-Viertelfinale, Digga. Zu Hause aber, ne? Zu Hause gegen Eintracht. Aber das wird halt, ja, das ist tough. Mit was wird denn Eintracht anreißen? Irgendwie 8,30, 8,40. Ich glaube, Eintracht schlägt sich gar nicht so schlecht in der Bundesliga die letzten Jahre. Die werden halt auch mit einer mittleren bis hohen 800er Stärke anreisen. Eigentlich Harvey verlängert bis 35. Glückwunsch an Real Mari. Glückwunsch an der Stelle. Die B gewinnt. Das ist sehr schön. Da ist wirklich jeder Sieg wichtig. Also was ist wichtig, aber schön, weil Eintracht übrigens auf der 6. Also wie gesagt, stehende Bundesliga nicht so schlecht da. Können wir nur hoffen, dass die Doppel-, vielleicht Triple-Belastung mit Euroleague oder Conference League ein bisschen schwierig wird. Haben gegen Eintracht Braunschweig nur mit Elfmeterschießen gewonnen. Türkspor Kiel in Anführungszeichen nur 2-0, die nochmal ein gutes Stück schlechter sind als wir, ne? Karlsruhe Jena 3-0, schon eher so, wie man es erwarten würde, mit 8,76. Die haben einen Huni auf uns. Und Laidlaw fällt aus. Uff. Das ist natürlich ein bisschen Belastung. Schulze ist auch fleißig. Ja gut, der kann den Late-Low-Part vielleicht dann schon übernehmen. Ansonsten, wie gesagt, wollte ich schon mit der Top 11 auflaufen. Tun wir so auch. Wolf-Challenge, ja. Klar gewinnen wir 13 Tage für Late-Low. Das ist schade. Das ist schade. Jugend können wir schon mal machen. Ja, also, wie gesagt, ich meine, wir sind mit Viertelfinale schon weit, weit drüber, ne? Über unsere Erwartung. Ich meine, was hatten wir? Ich glaube, wir hatten zweite Runde genommen, weil wir Paderborn hatten. Und gesagt haben, okay, ist vielleicht machbar, möglich. Jetzt hatten wir noch, wen hatten wir noch? Paderborn in der ersten Runde. Wir hatten Düsseldorf in der dritten. Bin mir gerade nicht sicher, wen wir in der zweiten Runde hatten. Aber ich glaube, Paderborn ist erste Liga, ne? Ich glaube, in Düsseldorf auch, maybe. Bin mir nicht sicher. Wir können einfach mal gucken. Und Pokalergebnisse. Dritte Runde hatten wir Fortuna. Die spielen aktuell in der ersten Liga. Dann hatten wir in der ersten Runde, wie schon angemerkt, den SC Paderborn. Spielen in der zweiten. Stimmt, wir haben die ersten beiden Jahre. Köln hatten wir rausgehauen und ich glaube auch im Jahr davor hatten wir einen Erstligisten, den wir noch geschafft hatten. Dorfmerkingen, die auch in der zweiten sind, aktuell auf der 15. Also könnten wieder runter in die dritte gehen, maybe. Aber stand jetzt zweite Liga. Ja, ist ja gut. Dementsprechend ist das die Wahrscheinlichkeit, dass wir gewinnen? Ich glaube. Ist rot, weil wir
Weil das Spiel sagt, ah, Digga, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob wir das schaffen. Weiß aber halt auch nicht, ne? Na guti, dann. Spray and Pray. Knapp über 100 haben sie mehr als wir. Wir machen mal einen langsamer. Einfach nur just in case. Damit wir uns in Zeitlupe angucken können, wie wir auseinandergenommen werden. Das ist der Plan. Let's go, Leute. Erste Glanzparade. Ellery Balcombe. Aaron Heil, 1-0. Okay, so ähnlich lief das, glaube ich, gegen Düsseldorf auch. Wir haben irgendwie das 1-0 gemacht oder vielleicht sogar das 2-1 irgendwie. Wir hatten geführt und haben das dann irgendwie gerade so über die Zeit geritten. Ich glaube, gegen Düsseldorf lief das so ähnlich. Also das wäre ein bisschen Déjà-vu gewesen. Was war dann alles der Gegner? Eintracht mit der roten Karte sind trotzdem noch stärker, aber das ist so diese Lifeline, die wir wenn dann gebraucht hätten. Eine rote Karte für Frankfurt, weil wir jetzt nur noch 30 dahinter sind in Mannschaftsstärke, ne? Ich weiß halt tatsächlich nicht, wie jetzt rein Engine berechnungsmäßig das im FM reinfällt. So, ja, die haben sind von der Mannschaft der Stärke, aber die haben Mann weniger, ne? Die haben halt einen Mann weniger. Wir werden next best, aber wieder Ellenfort. Müsste ich Ellenfort auf links stellen und Kelem rein. Machen wir auch so. Bleibt sogar gleich wie andersrum. Ja, lass mal sowas ausgeglichener. Wir haben jetzt die Mannschaft ein bisschen geschwächt dadurch, aber so, was will ich machen, ne? Bevor einer vom Platz fliegt, ist das so vielleicht die bessere Option, weiß ich nicht. Schau mal vor, die kassieren jetzt noch eine gelb-rote. Ui, wäre das bodenlos. Ja, das ist es, oder? Ja. Da ist es. Ein Gangkamm. Kriegen wir nochmal eine Chance? Alles nach vorne. Jetzt werden wir noch das 3-1 kassieren wahrscheinlich. Und dann ist das GG. Ja. Patrick Schick. Gut. Ja. Viertelfinale, ne? Wie gesagt. Also da sind wir weit, weit über der Anforderung. Trotzdem lang gehalten. Not bad. Also hätte deutlich schlimmer laufen können. 3-1, 8-7. Gut. Waren die bessere Mannschaft. Verdienter Sieg definitiv. Bayern raus gegen Bielefeld. Gladbach im Elfmeterschießen gegen Leverkusen weiter und Hertha. Bayern raus, Alter, das wär halt vielleicht nur die Chance gewesen, ne? Jetzt Bayern raus. Imagine, einfach Cup gewonnen in der dritten Liga. Uff. Aber wir wollen ja tendenziell hoch in die zweite, dementsprechend vielleicht jetzt hinten raus gar nicht so schlecht die Doppelbelastung noch mit rauszunehmen, ne? Wie gesagt, war ja trotzdem für unsere Verhältnisse ein Mega-Run. Mannschaft sieht trotzdem noch fit und gut aus. Vielleicht können wir ein, zwei Wechselchen, maybe. Vielleicht mal Olesen spielen lassen für Krisewatsch. Und dann würde ich vielleicht sogar Madra starten. Und Schulze von der Bank bringen, wenn dann. Und wir starten Deutsche. Ist ein bisschen. Schwächen wir ein bisschen die Mannschaft mit, aber. Ja. Wir müssen ja den Leuten ein bisschen Spielzeit geben, ne? Also müssen wir nicht, aber möchte ich schon irgendwie. Und ich sag mal, ja, klar, es ist ein bisschen ein Risiko, aber eine viel bessere Möglichkeit werden wir halt nicht bekommen. So, Sechser hat aber nur 35, also 17, nee. Sorry, aber nee, das reicht dann einfach nicht. Stücker. Don't ask me why. Ja, weil es einfach nicht reicht. So, haben wir sonst noch einen, der really bad ist? Nee, eigentlich. Ich meine, Voss ist nicht super. Der ist 19 und 43. Dementsprechend werden wir den wahrscheinlich wirklich nicht hochholen. Nee, ich wollte gar nicht nach Alter. Oder Stärke. Ich wollte einfach nach Sternis. Ob man ab und zu auch die Spieler nochmal bekommt? Dass der hier nie drauf geachtet.
So, Spielegespräche sind wichtig, ne? Wissen wir alle. Kommunikation ist key. Ein gut old, du hast gut trainiert für Deutsche und für Tide. Deutsche wird jetzt spielen, Tide wahrscheinlich nicht. Hätte vielleicht auch mit auf die Bank setzen können. Ich meine, könnte ich ja immer noch. Können wir uns gleich mal angucken. Wo vielleicht einen Slot für Tide haben, wo beide wahrscheinlich vertraglich. Ne, weiß ich gar nicht, was der im Vertrag stehen hat. Ob der was hat mit in Sachen Versprechen, ob und wie viel er spielen wird und so, ne? Weiß gar nicht, was steht da bei Jugendspielern drin? Effektiv bietet man denen ja nur Geld an. Das ist eine gute Frage. Das mal der Chevalier spielen. Aus Gründen. Wäre halt schön, wenn der mal in Form kommen würde. Das wäre mega. So. Haben wir noch 50 mehr? Haben natürlich, ist ein bisschen geschummelt. Ne? Wir sind jetzt irgendwie 30 runter oder so, muss man sagen. Aber sollte eigentlich noch reichen. Oha. Gleich wieder zwei gelbe. Aaron heilt auch schon wieder auf einer gelben. Das ist Belastung. Das macht mir jetzt schon wieder geistig kaputt, ne? Oh, die haben eine gelb-rote. Das ist natürlich nice. Für uns in dem Fall. Wenn wir jetzt keine kassieren, wäre das noch besser. Was haltet ihr davon? Einfach mal keine gelb-rote zu kassieren, Leute. Oder einfach mal tot zu schießen. Ich werde auf jeden Fall heil runternehmen, ne? Definitiv. Wir werden auch Dejavar. Ja doch, ich nehme ihn runter. Ich nehme ihn runter. Sicher. Kondragramos muss draufbleiben. Und dann Abfahrt. Guck mal, Leute, wir haben einen 100er mehr. Ein Huni. Rapp verletzt, deshalb habe ich Kondragramos nicht runter. Come on. Ach, Leute, ihr seid solche Dullis manchmal. Come on. Digga, dieser Verein geht mir manchmal so auf den Piss. Das ist unglaublich. Ja, Möckel. Digga, jetzt musst du einen Last-Minute-Ausgleich noch machen. Ah, ist das bitter, Alter. Wir bleiben auf der 4. Wir verlieren jetzt wieder 2 Punkte auf Schalding und Fortuna. Fortuna lässt liegen. Wir hätten punktgleich sein können. Mit Schalding waren wir punktgleich, glaube ich, oder? Müssten. Ja, mit Schalding wären wir. Ja, wir wären mit beiden punktgleich gewesen. Ach, Mann. Mann. Rapp, wie lange fällt er aus? Hoffentlich nicht lange. 7 Wochen wieder. Uff. Einfach nur uff. Das ist Belastung. Gebrochener Arm. Na gut, jetzt haben wir das Spiel gegen Fortuna Köln. Das hätte halt wirklich dann 3 Punkte Vorsprung sein können. Jetzt müssen wir halt hoffen, dass wir vorbeigehen. Auch das ist natürlich machbar, ne? Gar kein Ding. Aber tough. Texera hat 59. Ne, werden wir halt mit Hölscher spielen. Ja. Sweeter Adrenaline. Wieder unter der Woche. Ist die Frage, ist das wieder ein spielfreies Wochenende dann? Oder haben wir jetzt unter der Woche und am Wochenende ein Spiel wieder? Und wieder beides haben wir das langsam ein bisschen belastet. Aber sollte dann wieder ein bisschen langsamer werden. Normalerweise haben wir nur 1-2 englische Wochen. Jetzt mit dem DFB-Pokal hatten wir jetzt vielleicht ein paar mehr. Und sonst haben wir irgendwie nur, weiß nicht, 2-3 englische Wochen. Nee, Wochenende ist wieder frei. Das ist gut. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber zum Recovern. Die Form ist gerade sowieso nicht so mega. Also es ist nicht so, als würden wir da super viel verlieren. Fortuna Köln nur knapp schlechter als wir. Wirklich nur knapp schlechter. Brooks und Krisewatsch könnten beide gelb gesperrt werden. Das wäre nicht cool. Das einzige Positive ist, dass es jetzt nicht vorm Spiel gegen Fortuna Köln so ist. Sprich, dass sie, wenn dann halt für das nächste Spiel gelb gesperrt sind, was glaube ich nicht, ja gut, Preußen Münster ist auch tough, aber nicht so tough wie Fortuna Köln. Steinhart, jawohl. Activity. The toxicity of our. Achso, so ist er wieder unter der Woche.
Ja, wieder unter der Woche. Länderspielpause, deswegen. Was haben wir jetzt, Länderspielleuten? Laidlaw? Konrad Ramos wahrscheinlich, wenn die Philippinen spielen. Wahrscheinlich war es das, ne? Ja, das ist ein super Start, das ist ein super Start, Leute. Erst Minute Gegentor. Wenigstens gleich ein Ausgleich. Sehr schön, Brooks. Und jawohl, Eigentor, das nehmen wir mit. Gegen Fortuna Köln nehmen wir das easy mit. Oh, das wäre natürlich nice gewesen jetzt. Gelb für Heil schon wieder. Digga, Heil hat einfach 27 gelbe Karten pro Saison. Das ist so bodenlos. Also, der kassiert in jedem Spiel eine gelbe. Sag ich, die wird es. Sie fragt nämlich Heil runter und dann nehme ich irgendwen anders runter. Ich nehme Heil wieder runter, ne? Bodenlos. Absolut bodenlos. Die Mercapi, let's go. Come on, 3-1 wäre super. Mega wäre das. Krisewatsch fällt auf jeden Fall aus. Der ist gelb gesperrt fürs nächste Spiel. Möckel verlässt das auch nicht so cool. Vor allem, weil Laidlaw gerade noch aus wird, wo beide fürs nächste Spiel wieder fit sein müsste. Bodenlos. Absolut bodenlos. 88. wieder. Ah. Ist das bitter. Ist das alles bitter. Auf die 5 Walser Brücken punktet. Das wird wieder so ein frustiges Ende, oder? Ich spüre doch schon, dass das wieder so ein richtig abgefucktes Ende der Saison wird. Ah, Muskelfährtung bei Elford und Florakis. Okay, Möckel-Kieferbruch. Aber dann Ramos mit einer 5-5. Absolute Maschine. Klar, das Jugendteam, bitte. Muskelfährtung 4 Tage. Bla. Möckel 12 Tage. Möckel wird ausfallen, dafür ist Laidlaw wieder da wahrscheinlich. Fuck, das wäre jetzt genau der Tag für die Spielgespräche gewesen. Damn. That white girl got some ass. Come on. Und den hier. Jakku plus 60. Oha, Deutscher wird plus 215. Uff. 89 plus Heil, das ist sehr, sehr nice. Hölsche minus gut, der ist halt alt, ne? Kehlen plus 92, das ist schön. Kolb ist halt schade, aber ist also. Krisewatch wird ein bisschen besser. Laidlaw weiter plus Madra. Auch der zollt dem Alter Tribut. Wie es immer so schön heißt. Möckel wird noch besser. Odis nur ein bisschen leider. Konrad Gramos hat sich nochmal gut gesteigert. Rapp ein bisschen runter. Das sind ja die ganzen Verletzungen. Ne? Richter tatsächlich deutlich besser geworden. Schulze auch. Das ist nice. Tide sehr, sehr schön. Vilotic ein bisschen. Not bad. Not bad at all. Dann gucken wir kurz die Jugendmannschaft noch. Die können wir auf jeden Fall trotzdem machen, ne? Die müssen jetzt irgendwie ein Spiel haben, glaube ich, hoffe ich. Das wird jetzt nicht eine Woche, sagen wir mal, in Anführungszeichen, gewastet haben. Schlimmeres, ganz klar. Aber, ne, muss ja nicht. Muss ja nicht. So, da haben wir Laidlaw. Da haben wir immer noch keinen. Was hat denn der? Antritt. Anscheinend aber eine sehr langsame Mannschaft, ne? Wenn du beim 76 Antritt schon keiner mehr weiterhelfen kann. Anachama, never let you down. Diese ganzen Griechen überall. Überall Griechenland. Mein Name ist Dimitris Tupakis. Bin Austauschbandit aus Griechenland. Ich soll mich melden bei einer Herr Maria Santa. Vielleicht wollen wir uns mal kurz vorstellen. Ich bin von Zeichenstern Frau Jung. In meiner Zeit frei baue ich gerne Häuschenvogel mit meinem Schwanzfuchs. Habt ihr auch Hobbys? Wow. Nicht wundern, bester Film ever. Just saying. Ja, vielleicht nicht ever. Also bester deutscher Film definitiv.
Für alle, die den Film nicht kennen. Bonk. Schämt euch. Schämt euch. Schuh des Manitou. Bevor jemand fragt. Scouties sehen soweit ganz gut aus. Wir können hier mal. Feriencamp. Torwarttrainer. Bam. Weidenfeller stimmt. Oh, habe ich ganz vergessen. Natürlich spenden wir. Infrastruktur ist bald fertig. Marderer macht Schulprojekt. Absolute Maschine. Vereinslegende. You be there holding my hand. Thibaut Courtois verlängert nochmal. Junge, bis 38. Beruhigen Sie sich mal, junge Dame. Valverde. Alter, 38 Courtois, aber immer noch mit 85. Ist er immer noch erster Keeper? Ja, also krass. Absolut krass. Wow. Ryan Bell geht gar nicht so steil, ne? Und der Mysterian Bell, nur 85 in Anführungszeichen. Also geht noch was, das ist ein Zehner, ne? Muss man auch dran denken. Junge, du bist ein Zehner. Nur so. In die Decke muss das gehen. The roof is on fire. Florak ist wieder fit. Laidlow wieder fit, das ist sehr schön. Scout-Hinweis, den checken wir mal aus. Konrad Ramos mit einer 4-0, immerhin. Angebot für Embolo, nö und nö. Oh ja, oha. Nee. Nee. Geh mir nicht auf den Sack mit dem Biermeier. Stimmt, mein Vertrag, Digga. Der läuft da aus. Oh Gott. Mach ganz vergessen. Alter, wenn der ausläuft, wäre natürlich so bitter. Marderer? Nee. Also das Ding ist halt, wenn, Stefan, ne? Wenn wir Stimme holen, dann ist das halt, weil du gehst. Also werden wir wahrscheinlich keine Verstärkung holen. Und wenn, dann wird es dich nicht jucken, weil dann ist das halt, weil du weg bist. So, Trainingszentrum, maybe. Why not, ne? Kehlen fällt aus, Infektion 4 Tage. Das werden wir schaffen, denke ich. The roof. Das Schöne ist, ich kann ja, also wenn wir das Vertrag verlängern wollen, ne, ich kann ja sagen, so Digga, ich will kein Geld, ich will einfach nur viele Jahre. Einfach noch ein Jährchen und gehen wir hier runter. Oha, gewimpelt halt immer früher deutlich höher, ne? Saison, die Saison bestmögliches, nächste Saison oder Tabellenhälfte in 2 Jahren nicht Abstieg. Digga, ich möchte gern noch ein Jährchen. Kriegen wir das nicht auf die Kette? Ich will ja gar kein Geld eigentlich, also das ist mir ja egal. Ja, ist okay. Hauptsache, ich bin nur runter mit den ganzen Sachen, aber. Naja, egal, Digga. Scheiß drauf. NV plus 7%, Nico Deutsche plus 6, Richter plus 4. Nice. Hier plus 7 ist natürlich schon nice, Elefort. Mal gucken, für wie viel wir den geholt haben. 3-3 kann das sein. Haben wir gar nicht so billig geholt, ne? Also für unsere Verhältnisse toll. Der könnte mit der teuerste Einkauf gewesen sein. 3-3 geholt ist 2-7 wert. Kriegen wir auf jeden Fall mehr Geld für. So. Ein bisschen geschwächt tatsächlich gegen Preußen Münster. Wegen gelben und Verletzungen, ne? Muss man auch sagen. Aber kriegen wir. Das wird. Machst du nichts, ne? So.
Der kommt nach Hause. Der geht 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 nach Hause. Oh Gott, in der Bild gehen so viele nach Hause. Mehmet Öz. Einfach nur Öz. Das ist der Ötzi. Vielleicht immer so coole Namen, die auch bleiben. Wobei Axel, ne? Axel. Bin ich großer Fan von. Aber ich glaube, das hat man schon merken können. Oh, da ist ein Butterfly. 7er, 34, 16, not so gut, aber wir sind noch Potenzial nach oben, ne? Haben wir noch ein bisschen Zeit. Beim 7er können wir uns ja gerne mal angucken, wo die Reise hingeht. Beim 6er ist dann eher so, okay, wenn er wirklich bad ist, dann vielleicht eher drauf spekulationieren, dass wir einen besseren bekommen. Also einen halt entweder einfach mit mehr Talentstern oder halt mit entweder mit mehr Talentsternen oder halt einfach einen besseren mit den gleichen Sternen. Aber just a thing or two. Du, 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 du. Ich kann hier mit so viel nicht reden. Was ist denn da los? Na gut, lassen wir da so stehen. Ferenke macht der Jugendtrainer. Bam. Trainerschulung macht der Fitnesstrainer. Bam. Abfahrt. Preußen Münster. Erster FC Phoenix. Oh, Lübeck. Phoenix Lübeck. So, 45 plus haben wir. Lasst uns das nutzen, Leute. Wichtige Spiele. Sind Achter, ist nicht easy, weiß ich. Alles easy. Also alles gut. Aber wenn jetzt Heil nicht direkt eine gelbe Karte kassiert, haben wir vielleicht eine Chance. Der ist auch schon wieder gesperrt, wenn er jetzt noch eine gelbe kassiert. Das nur so am Rande. Okay. So far, so alright. Gelb für. Oh, Olesen, okay. Oh, Glasparade de Mercapi, sehr schön. Oh, Glasparade Broll, schade. Jetzt. Aha. Come on, Leute. Come on. 3 Punkte wären jetzt so wichtig. Wenn wir sie jetzt wieder liegen lassen, ne? Ja, dann fickt euch. Sind nur auf 19 tatsächlich. Angriff im Bono, nein. Aydemir auch nein. Weil die wahrscheinlich gehen wollen würden, schätze ich mal, ne? Also Turm will auf jeden Fall, Sternkopf will. Die sind frustrated. Die anderen tatsächlich noch nicht. Das ist schon mal gut. Mann! Das gegen Preußen Münster fuckt mich ein bisschen ab, ne? Vor allem jetzt haben wir 60. Gut, ist. Scheint machbar. Und dann haben wir Pauli, glaube ich, danach, ne? Das heißt, es wird nicht einfacher. Wird tatsächlich richtig knackig noch hinten raus. Nein. Vielleicht sollte ich einfach mal das die Transferanforderungen ändern, aber nö. Das hat jetzt sehr gut in der Musik gepasst, aber gut. Ja, Embolo verletzt. Ich würde da, also bei den Angeboten, wie die reinschalten, würde ich auch eine Gehirnerschütterung bekommen, sei die, wie es ist, ne? So, Vereinszentrum könnte man auf 10 bauen, kostet uns 4,5. Ist nicht wenig. Ist nicht wenig, aber auf 10 ist eine Ansage, ne? Machen wir. Machen wir. Vielleicht erstmal der letzte Ausbau. Kehlen 5 Tage, da teilt man aus. Embolo 9 und Kirsch 2, die sind in der zweiten.
Ist für uns in der ersten jetzt nicht ganz so ausschlaggebend. 31, das ist kein internationales Turnier oder nationales, wie auch immer. Am Ende der Saison 6,84, 60, das sieht sehr, sehr schlecht unterwegs. Uff. Late Low unmöglich wieder fit, das ist sehr schön. Krise war Brooks auch. Das heißt, eigentlich fehlt nur Rapp aus der ersten. Das ist alles auszuhalten. Wir können gleich nochmal die zweite checken. Wir können auch mal die anderen Ligen checken, tatsächlich. Mit was für Positionierungen die so in den ins Ende der Saison gehen. Gibt es wirklich in eigentlich so ziemlich allen Ligen gehen Ende. Having a real good time. Ethan Puhl. Ich weiß nicht warum, aber der Name hatte Charlie Puth-Vibes, oder? Puth. Charlie Puth. So ein bisschen. So. Oha, nee. Schwierig ist Trainingsfleiß, aber halt auch schwierig. Und ist ein LA. Nee. Nee, wenn es jetzt eine Position wäre, die wir haben, vielleicht in der wir sogar recht gut aufgestellt oder in der wir wen brauchen, ja, maybe, possibly, aber nee, die B auf der 2, das ist sehr, sehr schön. Die B rein in die B4 wäre super. Wäre auch schön, wenn die A sich in der A2 halten könnte trotzdem. Das wäre dann natürlich auch super. Letztendlich werden wir sehen. Tide, Nico, Deutsche. Wie deutsch möchtest du sein? Eher so, ja. Ja, bitte. So, Schulze gut trainiert. Irgendwie trainieren die Jungen immer gut, ne? Das soll jetzt kein Vorteil sein gegen die Alten oder so, ne? Aber. Wollte nur meinen Raum geworfen haben. It's live from the table down. So, Frustrations. Vilos ist wahrscheinlich immer noch. Ja, und Oles möchte mir kurz ein bisschen spielen. Ja, nö. Halt eher nicht. So, Leverkusen aktuell auf 1. 4 Punkte vor Dortmund, dann Gladbach, Bayern auf die 4 runter. Frankfurt und Hoffenheim sind nicht weit weg. Nicht mal Hamburg ist so weit weg. Theoretisch könnte Bayern auch aus den internationalen Plätzen noch rausdroppen. Düsseldorf könnte absteigen. Bremen und Wiesbaden als Aufsteiger scheinen wieder abzusteigen. Dann haben wir Freiburg, die wieder hochgehen. Bielefeld könnten hochgehen. Hansa Rostock maybe auch wieder. Spielen Rehle stand jetzt. Dorf Merkingen spielt Rehle, stand jetzt. Aue und Heidenheim würden runtergehen. Bei uns ist halt Bestenbrück, Fortuna Köln und Schalding-Heining. Und hier haben wir Türksburg, Kiesan 1060 und Carl Zeiss Jena. In England ist Man United aktuell führend. 8 Punkte Vorsprung, ein bisschen Distanz auf Liverpool. Dann City, Leicester, Arsenal, Sheffield, Wednesday. Was haben die angestellt? Kevin De Bruyne ist, glaube ich... Nee, war das nicht Kevin De Bruyne als Manager? Nee, war nicht Sheffield Wednesday. War das Huddersfield? West Ham? West Ham hat Kevin De Bruyne als Manager. Dann Chelsea. Tottenham auf 9. West Ham auf 16. Newcastle, Preston, Cardiff könnten runtergehen. Wolves, Leeds könnte wieder hochgehen, endlich mal wieder. Milton Keynes, Derby und Shrewsbury. Dann haben wir Bristol und Brentford runter. QPR, Wycombe, Plymouth und Bradford. Und hier können dann hochgehen Walsall, Salford und Wimbledon. Und Torquay, wie immer, geht einfach direkt wieder runter. Der andere Aufsteiger ist Crawley. Halten sich auf 13, die werden drin bleiben. Die sind eigentlich schon ein Gefühl durch, ne? Die könnten schon durch sein, tatsächlich. 26 Punkte. Die sind durch. 42? Nee. 46 haben sie. Richtig? 24? 23? 26? Ja, müssen 46 haben. Aber sind damit trotzdem durch. In Frankreich, Marseille hat gerade PSG überholt. Angers. Angers sind auf 3. Folio und Lyon. Auxerre und Ajaccio. Ich hatte irgendwie 5-6 Jahre Französisch in der Schule, ne? Aber bin ich raus, bin ich ehrlich. Da bin ich absolut raus. Inter überholt den SSC Neapel. AC nur auf 3. Waren tatsächlich immer oben mit dabei, ne? Also gerade meisterschaftsmäßig. War eigentlich nur AC oder Inter, glaube ich. Atalanta spielt eine gute Saison auf 6.
Die Aufsteiger gehen alle wieder runter. Irgendwie ist das dauerhaft in Italien. Gefühlt habe ich hier ein Déjà-vu. Hier haben wir Feyenoord. Ajax nur 4. Da sehe ich hoch auf 4. War auf 5. Alkmaar jetzt auf die 5 runter. Die Top 3 haben wieder ein bisschen den Spot zurückerobert. Vitória Guimarães 20 Punkte fast dahinter als Meister. Die hatten sich ein bisschen reingemogelt in diese Top 4 dann mit den beiden Lissabon-Vereinen und Porto. In Russland, Lokomotive setzt sich gut fest, ne? Zenit nur 5. In der Meilerkarriere war es ja wirklich nur Zenit gefühlt. Spanien haben wir Real Madrid, Sevilla, Sociedad nur auf 6. Die hatten ja eine Saison, in der sie fast Meister geworden sind. Real Betis gut dabei. Ja, Villarreal wird ein bisschen enttäuscht sein mit der Positionierung, gehe ich davon aus. Und dann haben wir vielleicht noch Österreich, Red Bull Salzburg, Oho, Wolfsburg AC, LSK, Tirol und dann Rapid auf 5. Stand jetzt nicht mal international. Uff. Uff, 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 uff. Das belastet du. Das belastet du. So belastet du, dass wir direkt in das Spiel gegen 60 reingehen. 90 plus, genau. In dem Sinne, come on, Leute. Ein bisschen Moral aufbauen. Einen souveränen, guten Sieg. 2-0, 3-0, irgendwie sowas wäre halt absolut mega jetzt. Bitte. Gelb für Möckel. Mehr kommt nicht von uns in der ersten Halbzeit. Gelb für Kondra Gramos. Glanzparade Demir Kapi. Golasso durch. Kondra Gramos ist jetzt mal sehr offensiv. Gerade so 1-0. Gerade so, also das ist halt wirklich Story of our lives. Es ist halt schade, es ist halt wirklich irgendwie so. Wir bleiben auf der 5. Wir sind nur 2 Punkte hinter der Relegation. Muss man halt auch mal so sagen. Aber trotzdem wird es halt nicht einfacher. Jetzt gegen St. Pauli auch wieder ausschlaggebendes Spiel. Wir werden nicht auf 6 runtergehen. Das halte ich für tatsächlich relativ unwahrscheinlich. Wir haben mittlerweile 7 Punkte Vorsprung vor Schermbeck. Das soll nicht unmöglich sein, aber das Ding ist halt, wie knapp werden wir an der Relegation oder am Aufstieg vorbeigehen? Das wird halt so das interessante Ding, ne? Wie bitter wird es, weil wir ultra knapp dran vorbeischallern? Mokoko hat nie Gnade. Der Mensch hat einfach 140 Tore in 160 Spielen. Mokoko ist einfach anders wild. Spielt für Deutschland oder für Kamerun? Das ist jetzt die Frage. Ist eine sehr gute Frage, ne? Ich glaube für Deutschland wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich für Deutschland. Gucken wir mal. Deutsche Lande. Deutschland. Pf. Deutschland. Dö. Ja, mal gucken. Nikolas Dinner spielt für Julian Brandt von Rapid Wien. Eieiei. Eieiei. Guck mal, mal Österreich, einfach weil wir dabei sind. Österreich für die Kollegas. Scheicher. Oha, 84er Goalkeeper. Kalajic ist Rekordnationalspieler und bester. Nee, Feldspieler. Und Laval ist ein 80er Keeper von LSK. Die ja jetzt sehr gut dastehen, ne? Meister, Pokalsieger ist Rapid. Ewiger Rekordmeister ist Rapid. Rekordpokalsieger ist Austria. Sind wir ein bisschen abgeschlagen in der Liga jetzt, ne? Gefühlt. Ansonsten, oha, 2-9er. Na ja gut, Ljubicic ist aber auch schon alt. Ansonsten Markus Scheicher, ne? Österreicher ist aber halt schnell zufrieden. Das ist ein bisschen schade. Ansonsten, guter Mann, guter Mann. Yusuf Demir. Was? Digga, bei mir war der Türke. Schwör ich. Ich hatte den bei Schalke, da hatte ich den als OM, da hat er für die Türkei gespielt. Jetzt ist einfach Österreich-England. Was? Rapid hatte den nach, ja, ne, hatten sie aber auch nicht. Das heißt, er war wahrscheinlich Türke-Österreich, also halb Türke, halb Österreicher, national, also hat den türkischen und österreichischen Pass. Dadurch, dass er so lange in Österreich gespielt hat. Und hat sich für die österreichische Nationalmannschaft entschieden.
Und dann zu lange in England gespielt und deshalb den englischen Pass bekommen. Deshalb ist er jetzt kein Türke mehr. In Anführungszeichen. From behind those empty walls. 30 Tage bis Rapp wieder fit ist. Eieiei. Das mit Rapp ist halt bitter, ne? Er ist halt gefühlt bis zum Ende der Saison jetzt ausgenockt. So ziemlich. Wahrscheinlich wird er dann erstmal angeschlagen sein und demnach wird er kein Spiel mehr machen. Ist ja schade. Dann wird er wieder runtergehen. Aber wäre schön. Ich meine, er muss ja nicht mega gut sein, ne? Aber es wäre schön, wenn er solide dabei bleibt, bis halt Irmler soweit ist. Auf der anderen Seite, vielleicht sind wir dann gezwungen, Irmler reinzuschmeißen. Vielleicht tut es ihm gut. Vielleicht scheitert es dann noch ein bisschen. Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. So. Wir haben Pauli, Taff, Eltersdorf. Potenziell easy. Wobei sie auf 11 hoch sind. Astor Rivaldov, potenziell easy. Schalding Heining, tough, aber könnte ein entscheidendes Spiel werden. Karlsruher Siena, potenziell easy. Das heißt, zwei taffe Gegner und ein entscheidendes Spiel gegen Schalding Heining. Schalding Heining hat easy, tough, easy, tough, easy. Also genauso wie wir letztendlich. Das heißt, wirklich Spiel gegen Schalding Heining könnte entscheidend sein. Wir sind 2 Punkte weg. Wenn wir wirklich alle easy gewinnen und selbst alle Taffen verlieren, also jetzt einfach beide Vereine, dann ist halt das Spiel gegen Schalding Heining entscheidend. Und dann könnten wir vorbeiziehen. Dazwischen sitzt aber noch Saarbrücken. Das heißt, wenn wir an Schalding Heining vorbeiziehen, könnte Saarbrücken das ja auch tun. Die spielen gegen Velbert, easy. Kiel, easy. Fortuna, Taff. Münster, tendenziell Taff. 60, easy. Haben ein leichteres Programm als wir beide. Schermbeck interessiert eigentlich nicht. Eigentlich will ich nach unten gar nicht gucken, wenn dann wäre Fortuna Köln noch interessant gewesen. So, wir gehen mit einer 40 plus rein gegen Pauli. Also potenziell. 41 plus. Das ist alles fein. So. Die beiden müssen getauscht werden. Der Jaco Heil. Dann haben wir die Jugend. Moment. Wo kommt denn mein eigener Yusuf Demi her? So. Der kommt weg. Ich weiß, dass Voss sein letztes Jahr in der Jugend hat, aber stand jetzt bleibe ich dabei und sage, wir werden ihn nicht hochholen. Er ist halt immer noch nur bei 43, ne? Wir haben noch einige junge Keeper. Gefühlt geht die Tendenz halt Richtung, wir werden ihn nicht anbringen. Er wird nicht spielen und wir werden es nicht schaffen, ihn zu verleihen. Klar können wir einen anderen verleihen, aber dann sitzt halt in der zweiten auf der Bank oder ja, macht da halt kein Spiel und hat da auch nichts von. Letztendlich wird es nur ein Gehalt sein, das wir unnötig auf den Kopf hauen. Potenziell. Wir haben jetzt keinen anderen Keeper hier. Hier haben wir. Pick, der wird hochgehen, das ist schön. Ja, dann spielt er einfach eine A und fertig. Die A steht wieder auf der 12, also aktuell geht sie nicht mehr runter. Und die B hat jetzt 2 Punkte, 5 Punkte Vorsprung. Es sind noch 5 Spiele. Ist noch ein bisschen hin, ne? Ist noch ein bisschen hin. So. Du hast gut trainiert und du hast gut trainiert. Schön, Tide, Deutsche, Madra hat halt anscheinend nicht gut trainiert. Du bist halt einfach zu alt zum Trainieren wahrscheinlich. Aber da fühle ich ein bisschen. Ne? Das fühle ich, bin ich ehrlich. Schulze, Lelo, Meyer, Kolbe gut trainiert. Ja, gut, ich sag, Madra ist zu alt zum Trainieren, aber Kolbe gut trainiert. Ne? So viel dazu. Frustriert würde weiterhin nur Vilotic sein, I guess, oder halt weiterhin vorrangig Vilotic. Möchte halt einfach gehen, soll er machen. So. So. Auf gegen Pauli. Wieder gegen Achten. Hatten wir gegen Preußen Münster auch, war knapp oder haben wir sogar liegen lassen?
Ich glaube, da war sogar unentschieden gespielt gegen Preußen Münster, wenn ich mich nicht täusche. Wäre natürlich schön, wenn wir das jetzt hier ändern. Geht sogar mit 7,76 rein, also mit plus 42. Dementsprechend, come on, Leute. Oh, Glasparade, mit Kapi. Das wäre halt so bodenlos wieder gewesen. Ne? Alles wir und dann, bam, eine Chance für Pauli, zack, Tor. Möckel wieder gelb. Möckel steht auch kurz vor der Gelbsperre, glaube ich, langsam, ne? Der hatte jetzt schon einige Gelbe in den letzten Spielen. Vilotic. Yes, come on. André Brooks. 2-0. Oh, wäre natürlich mega gewesen, hätten wir direkt nachlegen können. Yes, come on, das ist so der Sieg gegen Pauli, oder? Das muss es doch sein. Möckel. Mit einem Möckel hat schon länger nicht mehr getroffen. Fällt mir gerade so auf. Sehr, sehr schön. Hab auch nichts gegen Zweites von Möckel. Oder Laidlaw. Nee, 2-0. Aber 2-0 überfahren. Klassiker. Dementsprechend bleiben auf der 5. Aber Schalding-Heining hat liegen lassen. Saarbrücken 1 Punkt. Fortuna Köln 2 Punkte. Das ist so knapp da oben drin, ne? Wir haben immer noch 7 Punkte auf Schermbeck. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 Spiele, also 12 Punkte zu vergeben potenziell. Spielen sie gegen Eltersdorf. Ja. Mal gucken, wo wir nach Eltersdorf stehen. Das würde jetzt noch ein bisschen entscheidend sein. Weil wir danach, glaube ich, hier gegen Schalding-Heining reingehen, oder? Das ist Fortuna Köln. Nee, Schalding-Heining, glaube ich, oder? Ich glaube, Schalding-Heining ist die Top-Mannschaft, gegen die wir da oben drin noch spielen. Ist tatsächlich das einzige wirklich schwere Spiel, was übrig ist. Heißt nicht, dass es das einzige ist, bei dem wir Punkte liegen lassen könnten. Nee, Walldorf und dann ist Schalding-Heining. Also, sollten, wenn es gut läuft, lässt Schalding-Heining vielleicht schon vorher liegen. Und wir können Vorsprung ausbauen. Guck mal einfach, das ist wieder so viel hätte, wäre, hätte, könne, würde, aber, ne? So viel Theorie möchte gern und hast du nicht gesehen. Letztendlich müssen wir einfach punkten und ein bisschen darauf hoffen, dass die anderen noch liegen lassen, ne? Schalding-Heining können wir aus eigener Kraft noch verdrängen, aber dann sind wir halt auch nur Vierter, wenn alle anderen alles gewinnen. Wobei, nicht ganz. Irgendwie sind da oben noch ein oder zwei Spiele in der Top-Region gegeneinander. Ich gucke nochmal kurz rein. Wie gesagt, das ist sehr, sehr viel Theorie, sehr, sehr viel hätte, wäre, wenn und aber, sehr schön, dass ich diesen Satz mit aber fortführe. Ja, ist ja trotzdem relevant. Fortuna Köln spielt noch gegen Sandhausen Saarbrücken. Das ist halt so ein Spiel, ne? Weil die sind beide knapp vor uns. Das ist eins, was halt wichtig für uns sein könnte, weil die gegeneinander spielen werden. Genauso Bersenbrück und Schalding-Heiningen. Nicht, dass wir Bersenbrück noch überholen werden. Da glaube ich nicht. Aber könnten halt Schalding-Heiningen Punkte abnehmen. Saarbrücken spielt noch gegen Fortuna Köln. Auch hier, ne? Das heißt, spielt Fortuna noch gegen Schalding-Heiningen und Saarbrücken? Nee. Ah, nee, das war das, was ich meinte. Ja, Fortuna spielt noch gegen Saarbrücken und Saarbrücken spielt auch noch gegen Fortuna. Digga, das ist ja ein Zufall, du. Das ist ja ein Zufall. Ja gut, und hinter uns, wie gesagt, wollen wir gar nicht gucken. Wollen wir gar nicht gucken, wir gucken nur nach vorne, ne? Nach vorne geht der Blick. Die A verliert. Nicht so nice. My life.